So, willkommen nochmal, diesmal zur JavaScript-Session hier an den C-Sharp-Days. Wer hätte das gedacht? JavaScript, eine schöne Sprache. Und wenn Sie hier sind, nehme ich an, dass Sie sich auch zu den Nicht-JavaScript-Entwicklern zählen bis dato. Ob das bedeutet, dass Sie das einfach noch nicht versucht haben oder da aktiv antagonistisch eingestellt sind. Das ist eigentlich egal. Ich möchte hier die Sprache JavaScript mal so ein bisschen beleuchten und Ihnen zeigen, was man da eigentlich heute mit macht. Dass die Welt viel von JavaScript redet, ist ja eigentlich unbestritten natürlich der Fall. Wir wollen halt mal sehen, wie und wo man die einsetzen kann und was man damit macht und wie das so aussieht. Und dann werde ich auch ein bisschen zur Sprache selber einige Sachen zeigen, die besonders als Stolpersteine auch gelten, wenn jemand anfängt, mit dieser Sprache zu arbeiten. Da gibt es leider relativ viele von, aber dazu gleich noch mehr. Ich habe erst einmal meinen Klicker nicht an, aber das lässt sich beheben. Und jetzt, das hier ist gleich mal die Einleitung. Darum sind wir hier. Ja? Das ist nämlich eine Übersicht hier für Job Demand. Ja? Dreimonatige Moving Total, weiß der Henker, was das heißt. Ja, aber Sie sehen ja die Jahreszahlen unten drunter. Und das sind die Zahlen von offenen Jobs für JavaScript-Developer hier über einen Zeitraum bis gerade zum aktuellen Zeitpunkt mehr oder weniger hin. Das ist beeindruckend, oder? Bitte? Ja, nein, ich glaube, das liegt an deren spezifischer Auswertung, die die da gefahren haben. Ich weiß nicht genau, warum das da steht, ehrlich gesagt. können Sie sich selber anschauen. Das gibt es hier auf der Seite, wie heißen die nochmal? IT Jobs Watch, das ist eine britische Seite. Die haben ganz viele solche Statistiken und erklären Ihnen das auch gerne da in mehr Detail. Wichtig ist mir persönlich eigentlich in erster Linie der enorme Sprung, der sich da natürlich beobachten lässt gegenüber den vorherigen Jahren. Ich meine, natürlich unbestritten wurde schon immer JavaScript entwickelt, seit wir das im Web halt in den Browsern verstärkt zum Einsatz bringen und so weiter. Das war natürlich auch schon vor 2010 der Fall, aber man sieht, dass das dann irgendwann sprunghaft ansteigt. Und das ist im Grunde dieser interessante Trend, den wir jetzt in den letzten Jahren eben beobachten, dass JavaScript da wesentlich an Bedeutung gewinnt, indem es erstens auch auf der Serverseite eingesetzt wird und zweitens eben auch, dass die Client-Applikationen, die jetzt heute mit HTML und JavaScript-basierten Plattformen programmiert werden für Webanwendungen oder auch Mobilgeräte oder dergleichen, die kommen natürlich alle mit hinzu und vergrößern dementsprechend mächtig den Markt für Leute, die Ahnung haben von JavaScript-Entwicklung. Wenn Sie sich noch nicht dazu zählen, haben Sie jetzt also wenigstens einen Anreiz mehr, das vielleicht mal in Angriff zu nehmen. Und ich hoffe, dass die Präsentation heute Ihnen da etwas bei hilft. So. Wofür wird jetzt JavaScript überhaupt eingesetzt? Das ist also mein erster Punkt hier. Ja, what for steht da. Wozu machen wir das überhaupt? Ich meine, ich sagte jetzt gerade Browser, JavaScript als Browsersprache, das ist natürlich das, was im Grunde seit es erfunden wurde, glaube ich, tatsächlich schon immer gemacht wurde, oder? Weiß das jemand besser? Ich glaube nicht. Das ist aber nun längst nicht mehr der Stand der Dinge. Das ist eigentlich erstmal der Kernpunkt hier. Ja, mit JavaScript lassen sich heute alle möglichen Applikationen entwickeln. Es ist eine dynamische Sprache, eine durchaus sehr leistungsfähige dynamische Sprache und mit der kann man Software schreiben. Das ist heute Stand der Dinge. Das hat mit dem Browser nichts mehr zu tun. Höchstens natürlich historisch vielleicht, klar, aber nicht in der aktuellen Entwicklung. Der Browser ist lediglich eine Ausführungsumgebung, in der heute JavaScript-Code verwendet werden kann. Da gibt es aber noch andere, werde ich Ihnen zeigen. Dann das Wie. Wie arbeitet man denn eigentlich mit so einer Umgebung? Und da werde ich Ihnen auch mal einen Eindruck von geben, was man da machen kann und wie man an diese ganze Geschichte rangeht. Im Endeffekt vielleicht so ein paar Detailthemen halt ansprechen, wie zum Beispiel Debugging und so weiter. Nicht wahr? Wie sieht das eigentlich aus mit so einer Plattform? Kann man das da alles? Naja, wollen wir hoffen. Ne? Aber wie geht das dann halt? Und dann kommen wir zum letzten Part da. Und das habe ich mal so genannt, Making Fun of It, weil wir sind ja hier unter Leuten, die halt nicht JavaScript programmieren, wie ich schon umrissen habe und da ist das immer der lustigste Angang, so einer Sprache sich einfach mal über deren Merkwürdigkeiten lustig zu machen, oder? Deswegen habe ich so ein paar rausgesucht, aber eben spezifisch solche, die wirklich auch zu besonderen Problemen führen. Das heißt, wenn Sie das missverstehen, was auch immer JavaScript da Merkwürdiges tut, dann werden Sie vermutlich seltsame Effekte sehen und das werde ich Ihnen ein bisschen zeigen anhand einiger Beispiele und dann werden Sie hoffentlich davon was mitnehmen, was Positives. Wir wollen ja hier nicht nur über die
die Sprache ablästern, das wäre auch langweilig. Gut, so, also wofür benutzt man eigentlich JavaScript? Wir haben hier im Prinzip drei Bereiche oder naja, zweieinhalb, wenn man so will. Erstens natürlich nach wie vor als Code Behind für HTML. So. Das kann jetzt im Browser laufen, muss es aber nicht, ne? Weil letztlich zum Beispiel, ich hatte schon Mobilanwendungen entwickelt, erwähnt, ist es ja so, dass man bei der Entwicklung von Mobilanwendungen eben unter anderem auf HTML5, CSS und JavaScript als Plattform setzen kann, um solche auf die Beine zu stellen. Warum jetzt gerade mobil? Das muss nicht sein, wohlgemerkt. Ja, wir können also auch an Web-Apps denken, Web-Apps von dieser modernen Art, die irgendwie den größten Teil ihrer Logik auf dem Client zur Ausführung bringen. Und ja, vielleicht mit irgendeinem Datenservice im Backend arbeiten oder so etwas, aber eben ohne auf dem Server gerenderte Informationen zurückzuholen. Das heißt, ich habe also eine Web-Anwendungskonstellation, wo ich gar keinen besonders intelligenten Server habe. Also der Server ist nicht mehr damit beschäftigt, irgendwie meine Seiten zusammenzubauen oder sowas in der Art. Das ist so diese moderne Art einer Web-Applikation. Wird ja auch weitgehend so gemacht, wenn Sie schon mal Gmail benutzen oder sowas zum Beispiel. Das ist so ein Teil. Ja, oder die ganzen Online-Office-Systeme von Google oder Microsoft, das sind auch so Dinger. Das sind im Endeffekt Client-Applikationen, die eben für die Plattform HTML, CSS, JavaScript programmiert sind. Und das ist ähnlich von der Konstellation her, wie wenn Sie jetzt eine Anwendung schreiben für eins der SAML-basierten Systeme auf der Microsoft-Plattform zum Beispiel. Ja. Da gibt es also eine Seitenbeschreibungssprache, SAML bzw. HTML. Da gibt es Styling-Systeme, die bei SAML dann mit Ressourcen oder dergleichen hantieren und auf der anderen Seite halt mit CSS. Und da gibt es einen Code behind, und das ist dann im .NET natürlich der kompilierte IL-Code im Prinzip auf dieser Ebene, was aber ja natürlich noch mit einem Just-in-Time-Compiler übersetzt werden muss. Und auf der JavaScript-Seite ist das genau das gleiche Ding. Da habe ich auch Code, der vom Just-in-Time-Compiler übersetzt und dann ausgeführt wird. Das ist architekturell genau das gleiche Ding im Prinzip, so eine Anwendung auf dieser Basis. Und insofern nenne ich das jetzt hier also Code Behind für HTML, weil eben das besser den Gesamtzusammenhang beschreibt, als wenn ich jetzt einfach nur sagen würde, Webanwendung oder so. Der Begriff Webanwendung finde ich, ist ja auch sehr verwirrend, oder? Also das ist traditionell, war das klar, was man damit meinte, weil es nur eine gab. Aber heutzutage meine ich mit einer Webanwendung vielleicht halt auch eine Anwendung, die mit einem intelligenten Server zusammenarbeitet, so wie in ASP.NET oder so zum Beispiel. Ja? Aber eine Webanwendung kann ja auch eine Anwendung sein, die auf Webtechnologien basiert. Das ist auch eine, die halt HTML, JavaScript und so weiter nutzt, ohne aber überhaupt einen Server zu haben. Was ja zum Beispiel im mobilen Umfeld gilt. Ja? Da werde ich nämlich aus meinen ganzen HTML-Seiten und diesem Zeug irgendwie so ein Paket schnüren und das dann auf mein mobiles Device hochladen und dann brauche ich ja gar keinen Server. Ja? Ich meine, klar, vielleicht will ich irgendwann meine Daten in der Cloud sichern und so, da kommt wieder ein Server irgendwo ins Spiel. Aber für die Anzeige dieser UI und was ich da vielleicht habe in der Anwendung, dafür brauche ich keinen Server. Das ist deswegen dieser konzeptionelle Unterschied und daher der Eintrag Code Behind für HTML. Dann haben wir den zweiten Punkt, da steht Servercode. Das hat sich natürlich jetzt wie ein Wildfeuer, sagt man das? Irgendwie übersetze ich manchmal in meinem Kopf englische Begriffe, tut mir leid. Verbreitet, und zwar rede ich von Node.js. Ja? Die Plattform, die im Grunde eine Ausführungsengine für JavaScript ist, wohlgemerkt. Daher kommt dann da auch irgendwo nochmal so ein dritter Punkt, weil Node nämlich eben tatsächlich ganz unabhängig vom Einsatzzweck benutzt werden kann. Node ist ein System, das im Grunde auf der Serverseite lauffähig ist. Das hat also, wie gesagt, mit dem Browser überhaupt nichts mehr zu tun. Da läuft einfach JavaScript-Code. Das ist eine virtuelle Maschine, eine Sandbox für den JavaScript-Code, Node. Das ist sehr, sehr populär. Es gibt Statistiken, da habe ich extra nochmal nachgeguckt, um Ihnen da auch was Aktuelles sagen zu können. Die haben auf der NPM, das ist der Node Package Manager, da werden die Module so verwaltet, die es für Node gibt, da haben die derzeit jeden Tag ungefähr 5 Millionen Downloads. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das ist am Tag. Das ist ein aktueller Wert. Den die da so angeben, das ist die Popularität dieses Systems. Es gibt ungefähr 40.000 oder etwas über 40.000 verschiedene Module für Node.
was natürlich nicht gerade einfach gestaltet, diejenigen zu finden, die man braucht, wohlgemerkt. Ja, bringt auch Probleme mit sich, so etwas. Aber all die können Sie benutzen und sehr viele davon sind nicht unbedingt dafür da, um jetzt irgendwie so eine Art Webserver-Anwendung zu schreiben. Das kann man auch prima machen mit Node. Da gibt es eine ganze Menge Frameworks, wie zum Beispiel Express, das ist sehr beliebt, mit deren Hilfe man also eine serverseitige Webanwendung schreibt. Ja, jetzt sind wir wieder in der intelligenten Server-Ecke dadurch gelandet praktisch. Aber sehr viele der Module dieser 40.000, die es da halt gibt, gerade die erfolgreichsten oder populärsten von denen, die haben in dem, was sie tun, überhaupt nichts zu tun mit der Aufgabe, irgendwie einen Webserver zu schreiben oder sowas. Es gibt also jede Menge Allzweckwerkzeuge, weil nämlich auf Basis von Node, von dieser Ausführungsengine, viele Programmierer halt hergehen und ganz einfach irgendwelche x-beliebige Software, Kommandozeilen-Tools möglicherweise oder was auch immer, in JavaScript programmieren und sich Node zunutze machen, um das dann ausführen zu können. Ja, das ist ein ganz wichtiger Part halt, der dazugekommen ist im Laufe der letzten paar Jahre. Microsoft unterstützt Node mittlerweile selber als eine der offiziellen Zielplattformen für Azure zum Beispiel. Es hat also durchaus eine Menge Akzeptanz an allen möglichen Stellen gewonnen und zwar in relativ kurzer Zeit. So, das wollen wir uns mal kurz anschauen. Ich habe übrigens nicht vor, während dieses Talks Visual Studio zu starten. Ich hoffe, Sie finden das mal ganz erholsam. Nicht, dass Sie jetzt hier sitzen und denken, oh, da bin ich ganz verloren. Ja. Wichtig ist natürlich, dass man selbstverständlich seinen JavaScript-Code auch in Visual Studio editieren kann. Ja. Vielleicht sogar ziemlich gut mittlerweile, denn die haben sich da richtig Mühe gegeben. Aber ich habe gedacht, ich lasse das einfach mal weg. Ich benutze mal einen Texteditor und ich bin hier auf meinem Mac unterwegs. Ja. Denn wir sind ja total systemunabhängig mit JavaScript. Ich dachte, das wäre ein netter Nebeneffekt, das mal zu zeigen. Ich will aber nicht, wenn Sie jetzt Windows-Anwender sind, den Eindruck hinterlassen, dass Sie da irgendwie im Nachteil wären. Das geht natürlich unter Windows und von mir aus auch mit Visual Studio mindestens ebenso toll, vielleicht besser als hier. Ja? Also das nur so. Gut, und zwar das erste Beispiel, was ich mal zeigen wollte, ist hier eines, das ich so implementiert habe. Wo ist denn das Ding hier? Für denjenigen, der jetzt noch nie wirklich so JavaScript irgendwo live gesehen hat, in freier Wildbahn, ja, hier ist welches. In diesem Fall welches, das auch die Library jQuery verwendet. Ich sage da noch ein paar Worte später zu solchen Sachen, aber das ist im Prinzip so eine mehr oder weniger standardmäßige Bibliothek heutzutage an Hilfsfunktionen. Ja, klar, die gibt es in jedem Programmierumfeld, Sachen, die Leute eben jenseits der Sprache selber auch noch mit benutzen, wenn sie irgendwie ihre Arbeit mit der Sprache tun. Und ja, was passiert da so ganz grob betrachtet? Also ich habe hier so ein bisschen HTML-Code natürlich, der macht mir da so einen Button da rein. Und dann habe ich hier so ein Output-Div angelegt, da steht aber noch nichts drin. Und dann habe ich so einen Script-Block hier, das ist jetzt im Prinzip, also sagen wir mal, bis hierhin ist das noch HTML, also die Einbettung dieses Script-Blocks in die Seite. Und dazu gehört natürlich der schließende Tag hier unten. Aber in diesem Script-Block befindet sich jetzt eben direkt ausführbarer JavaScript-Code. Das muss man wohlgemerkt nicht so machen. Sieht man ja schon hier oben dran, dass ich auch die Option habe, das in einer externen Datei zu speichern. Ne? Das ist eine Datei, die liegt hier, können wir uns sogar angucken. Hier ist sie, ja? Also die ganze jQuery-Library, die liegt hier vor im Format einer JavaScript-ausführbaren Datei. Ich habe die übrigens in dem für Entwickler vorgesehenen Format hier abgelegt, weil man da den Code richtig lesen kann. Es gibt dann immer so komprimierte Varianten davon praktisch, die Platz sparen im Web, wo dann im Grunde alle Leerzeichen und alles weg ist, was nicht wirklich gebraucht ist. Dann sieht es absolut furchterregend aus. Also das wäre jetzt eine Entwicklerkonstellation hier praktisch, wenn man wirklich mal in die Library hinein debuggen möchte oder so etwas, kann man das hiermit eben komfortabel machen. So, also JavaScript-Code kann auch extern sein. Und das gilt natürlich auch für meinen eigenen JavaScript-Code, genauso wie für den in der jQuery-Library. In diesem Fall habe ich ihn hier mal direkt hier reingeschrieben, das geht auch. Ist natürlich nicht gerade Best Practice in irgendeiner größeren Anwendung, ja, vollkommen klar. Wie anderswo auch. Also nicht zu sehr mischen, wenn es darum geht, verschiedene Elemente, architekturelle Elemente ihrer Anwendung vor sich zu sehen. So, dann haben wir hier jetzt so ein typisches jQuery-Ding, das ist dieses einleitende Dollar, wenn Sie sowas irgendwo sehen, was komischerweise mit einem Dollar anfängt, dann ist das immer jQuery, das ist gewissermaßen so ein Entry-Point, den die sich da erzeugen und da übergebe ich nun eine Funktion hier, das ist so ein Lambda-Ausdruck praktisch, den ich hier habe, der geht, wo geht denn der überhaupt, bis hier, nee, stimmt gar nicht.
Quatsch, bis hier. So, das ist ja der Äußere erstmal. Ja. Diese Funktion übergebe ich da und das ist ein bisschen jQuery-Syntax, das Ganze. Das erkennt man nach einiger Zeit sofort und zwar ist das nämlich so zu verstehen, dass dieser Code jetzt von jQuery erst ausgeführt wird, wenn die Initialisierung der Seite abgeschlossen ist. Das macht man einfach, indem man das mit diesem Dollar, Klammer auf, in so einen Block einpackt, das Ganze. Ja. Wenn die Seite vollständig geladen ist, dann geht er her und führt diesen Code aus. Und der geht jetzt her, wieder mit so einer ähnlichen Syntax hier, und greift auf dieses Element hier zu, was die ID-Button hat, und installiert dort einen Event-Handler für den Click-Event. Und dann wird wieder ein Lambda-Ausdruck übergeben hier. Ja? Also mit Lambda-Ausdrücken können Sie sich da werfen in JavaScript. Da müssen Sie sich dran gewöhnen. Und dieser Lambda-Ausdruck wird jetzt natürlich ausgeführt, wenn jemand auf den Knopf klickt. In welchem Fall ich dann hergehe und diesmal auf das Output-Element zugreife und mit der Hilfsfunktion Text dessen Property setze, sodass dann da drin das aktuelle Datum angezeigt wird. Ja, ganz kurz gehalten, die Formatierung wird da nicht schön aussehen oder irgendwas, ist ja nichts hier, ja. Aber von der Funktionalität her ist das eben der Einstieg. Jetzt muss ich mal gerade gucken hier, Moment, was ist denn hier los? Das wollte ich eigentlich hier drüben gerne haben, das Fenster so. Dann kann ich das nämlich einfach mal starten, dann kommt das auch auf den verkehrten Schirm, na gut, das können wir beheben. So. Ja, und hier ist jetzt praktisch dieses kleine laufende Programm. Ich wollte das jetzt mal vergrößern. So, oi. Naja, das habe ich neulich schon mal festgestellt. Hat mich auf Anhieb verblüfft, aber das jetzt hier nämlich im Chrome so ein Button, den man irgendwie reinzoomt, so richtig gruselig aussieht, oder? Wie die das geschafft haben, weiß ich auch nicht. Ich meine, das ist jetzt natürlich so, dass ich gar keine Styles benutze und so weiter. Aber dass hier der Button also irgendwie sich gar nicht mit dem Text gemeinsam vergrößert, das fand ich schon seltsam. Keine Ahnung, was das soll. Ist aber jetzt egal, wir übersehen das einfach mal. Der Punkt ist, wenn ich nur hier draufklicke, dann wird da eben in dem Output-Element erwartungsgemäß mein Text angezeigt, ne, mit dem aktuellen Datumstring hier. Sie sehen schon, das ist jetzt also wie so ein Date-Time oder sowas, ne, steht irgendwie alles drin. Und das schreibt er dann da rein. Das ist das kleine Stückchen Logik, was ich da gerade implementiert habe. Wir haben also jetzt hier im Grunde, ich meine, solche Anwendungen haben Sie wahrscheinlich schon mal in Windows Forms auch geschrieben. Ja? Oder mein erstes Delphi Hallo Welt oder so ähnlich. Das sah auch so ähnlich aus, oder nicht? Da hat man einfach mal so einen Button aufs Formular geworfen, einen Event-Händler dran gehängt und irgendwie was gemacht, so vielleicht eine Message-Box oder so, um mal zu gucken, ob man das auch richtig verstanden hat, worum es da geht. Ja, ja, das ist genau das Gleiche jetzt hier, wie eine Client-Anwendung, sage ich ja. Ne? Nur in meinem Fall hier jetzt ist halt der Browser die Ausführungsumgebung. Das muss ja nicht sein, wenn ich zum Beispiel auf einem Mobilgerät jetzt wäre, dann wäre da im Grunde nirgendwo ein Browser zu sehen. Da gibt es keinen Chrome, wie wir sagen, und damit ist jetzt nicht der Google gemeint, sondern diese Verzierungen rundherum, Titelzeilen, Tabs, also ein Kram. Ja, das fällt dann einfach weg und dann habe ich plötzlich nur noch die Seite selber. Das kann ich hier natürlich simulieren, wenn ich gerne möchte, indem ich mal in den Presentation Mode hier schalte zum Beispiel. Dann habe ich ja so eine nackte Darstellung ohne irgendwas drumherum und so weiter und da läuft so eine Anwendung dann eben einfach nur so vor sich hin. Ne? Klar. Also das wollte ich nochmal betonen, dass wir jetzt hier zwar natürlich im Browser unterwegs sind, aber nicht unbedingt exklusiv. So. Ja, also das ist die erste Demo, in der es jetzt praktisch um den Eindruck mal geht, ganz schnell und einfach, wie man also auf der HTML-Ebene mit JavaScript arbeitet. Das bettet man da ein, entweder als externe Datei oder direkt integriert. Und dann wird das ausgeführt. Ja? Im Grunde, also technisch betrachtet, ist es so, dass der Browser, wenn er halt die Seite einlädt, diese Script-Blöcke alle auswertet. Und das Einzige, was jetzt bei der Auswertung von diesem Script-Block hier sofort geschieht, ist, dass die jQuery-Library aufgerufen wird mit diesem Dollar-Dingsbums hier. Und die tut jetzt erstmal nichts anderes, als sich diesen Lambda-Ausdruck an die Seite schaffen, weil ich ja sagte, dass diese Dollar-Klammer auf, das bedeutet einfach, dass es ausgeführt werden soll, wenn die Initialisierung durch ist. Ja? Das heißt also, mehr als dass die sich das merkt, passiert jetzt beim Laden erst einmal noch nicht. Aber wenn die Initialisierung dann ausgeführt ist, dann wird der Code gestartet und so nimmt das seinen Anfang. Dementsprechend findet man in den meisten JavaScript-gefütterten HTML-Seiten irgendwo so einen Block, der so ähnlich aussieht wie der da, ja? Weil es muss ja irgendwo losgehen. Das ist praktisch der Startpunkt so einer HTML-basierten Mini-Applikation, die ich jetzt hier vor mir habe praktisch. Ja? So,
Das ist die Client-Seite. Ich meine, das kennen Sie vielleicht am ehesten auch, weil wir haben ja bestimmt alle schon mal gelegentlich im Browser da auf den Quelltext-View geklickt und da ein bisschen rumgeguckt und so. Und da würden Sie sowas dann sehr schnell irgendwo gefunden haben. Denn Webseiten ohne JavaScript gibt es, glaube ich, heute ganz schön wenige. Ne? Also, wüsste ich nicht so richtig. So, dann wollte ich Ihnen auch die Serverseite, was ich angesprochen hatte mit dem Node-Zeug, jetzt gleich nochmal ganz kurz erst zeigen. Und zwar habe ich hier zwei kurze Beispiele vorbereitet. Das sind jetzt JavaScript-Dateien hier, die haben die Endung .js, das ist Konvention auf jeden Fall. Und da drin steht jetzt ein Stückchen JavaScript-Code, der geht hierher und lädt ein Modul, das hat den Namen HTTP, und dann erzeugt er sich einen Server damit. Das ist übrigens ein Stück Code, was ich hier wahrscheinlich mit kleinen Veränderungen, die ich jetzt gerade nicht weiß, aber praktisch ziemlich original von der Node.js-Seite übernommen habe. Das ist so deren Mini-Tutorial praktisch. Ja. Und ich fand das ganz griffig und habe das deswegen auch übernommen. Ich erzeuge also einen Server. Und dieser Server, der bekommt hier einen Lambda-Ausdruck übergeben. Also im Grunde wirklich eine sehr ähnliche Struktur wie diese jQuery-Sachen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Wenn die Initialisierung des Servers abgeschlossen ist, heißt das nämlich, dann möge also dieser Code, das stimmt überhaupt nicht, das ist natürlich Quatsch, was ich sage. Initialisierung spielt in diesem Fall keine Rolle, entschuldigen Sie den Satz. Das ist ja ein Event-Handler, den ich hier übergebe. So, das sieht man daran, weil der ja hier die Request- und Response-Objekte übergeben bekommt. Ich meine, vielleicht haben Sie den Namen HTTP-Server hier schon gesehen. Das ist es ja, das ist so eine Art Mini-Web-Server gewissermaßen. Und deswegen haben wir natürlich einen Request und einen Response, genauso wie das im HTTP-Protokoll letztlich immer ist. Und auf dieser ganz niedrigen Ebene hier kann ich unmittelbar mit diesen Dingern arbeiten. Ja? Da wird jetzt hier einfach Hallo Welt rein geschrieben. Und dann sagen wir letztlich dem Server hier, der möge jetzt auf Port 1337 auf dem Localhost bitte, wie sagt man denn, listenen, ja, zuhören oder so, keine Ahnung, und auf die Art und Weise dort also Anfragen entgegennehmen. So, jetzt will ich Ihnen nicht den Eindruck erwecken, wohlgemerkt, dass es also immer genau so ausschaut, wenn man jetzt mit Node irgendwie eine Webanwendung entwickelt oder so. Ja, das ist natürlich Blödsinn. Das ist der absolut simpelste Schritt da, den man machen kann, um so etwas zu zeigen. In der Realität würde eine Webanwendung mit irgendeinem Framework arbeiten. Es gibt eine Reihe von sehr umfassenden Dingern, die man auf Node benutzen kann. Und darin würde es dann also Views geben, möglicherweise mit irgendeiner Template-Rendering-Engine und so weiter. Das ist also potenziell eine ähnliche Struktur, wie es auch in ASP.NET MVC wäre beispielsweise, ja, oder so ähnlich. Also es gibt halt eine ganze Reihe unterschiedlicher Systeme natürlich. Aber das wäre jetzt nicht so, dass Sie da dann ständig selber mit dem Request und Response hantieren und da Ihre Content-Types reinschreiben müssten oder irgendwas. Also nicht, dass Sie den verkehrten Eindruck davon gewinnen. So, das wollen wir mal starten. Das Teil. Ich habe hier eine Kommandozeile. Ich weiß nicht, ob das groß genug ist hier. Das können wir aber größer machen. Und an dieser Kommandozeile bin ich hoffentlich in dem Verzeichnis. Und da starte ich jetzt einfach mal mein Node-Programm hier. So, zack, indem ich einfach dem Node-Kommando halt den Namen von diesem Skript übergebe. Ja? So sieht das aus. Und dann sagt er jetzt, okay, der läuft, wunderbar, dann greifen wir uns hier mal gerade den URL, damit ich den nicht eintippen muss und gucken mal, wo bin ich denn, Browser, so, was da passiert, wenn ich da hingehe und dann sagt er, hallo Welt, ja? Das hat er jetzt von dem Server abgefragt, ich kann hier drüben sehen im Kommandozeilenfenster, achso, nee, okay, der hat kein Debugging aktiviert oder irgendwas, da kann ich jetzt im Augenblick noch gar nichts sehen, okay. Zeige ich Ihnen gleich noch mit dem Debugging, keine Sorge. Deswegen ist der aber jetzt ganz leise im Augenblick. So, der hat also meine Anfrage jetzt praktisch beantwortet und meinen Browser-Request halt gehandhabt. Ne? Also ja, das ist, denke ich mal, eine der einfacheren Webserver-Applikationen, die man schreiben kann, egal in welcher Sprache, oder? Ist schon relativ cool, das Ganze. Also diese Libraries machen das wirklich sehr, sehr simpel natürlich. Ja. Das soll erstmal der kleine Einstieg praktisch sein, um Ihnen einen Eindruck zu verschaffen von dem, was ich Ihnen jetzt vorher erzählt habe, dass man also JavaScript auf so unterschiedlichen Ebenen einsetzen kann und so weiter. Ich hatte schon angesprochen, auch als Kommandozeilenwerkzeug zum Beispiel. Es gibt in den Node-Paketen selber einige Utilities, die praktisch mithilfe von Node ausgeführt werden, wenn man sie startet, weil sie nämlich selber in JavaScript programmiert sind. Klar, also das ist alles durchaus möglich.
So, ich habe noch ein zweites Beispiel hier, TCP-Server, das ist im Grunde eine etwas ähnliche Geschichte, aber ich wollte mal so zeigen, was man da für verschiedene Dinge machen kann. In diesem Fall habe ich also einen Server, den ich mit Telnet ansprechen kann zum Beispiel, also zu Demo-Zwecken natürlich. Starten wir den auch mal, Node-TCP-Server, so. Da sagt er Port 1337, jetzt macht er mir schon wieder das Fenster auf die verkehrte Seite hier, da können wir also jetzt hin telnetten hier, Telnet Localhost 1337, zack. Und das ist ein Echo-Server, ja? Wenn Sie hier im Code schauen, hoppla, wo ist er denn? Dann sehen Sie, dass dieser Server hier in seiner Create-Server-Funktion einen Delegate-Lambda-Expression wieder übergeben bekommt und die wird aufgerufen mit einer sogenannten Socket. Und in dieses Socket schreibt er jetzt rein Echo-Server, das ist das, was wir jetzt hier schon gesehen haben. Ja, ich versuche das mal umzuschalten, genau hier steht das schon. Das hat er gleich empfangen praktisch und der erzeugt jetzt hier eine Pipe, wo er diesen Socket mit sich selber verbindet. Ja, das ist also die einfachste Methode mit dieser API, die Daten praktisch gleich wieder zurückzulenken. Das ist jetzt nicht im Detail interessant hier, aber das führt dann dazu, dass der immer das sagt, was ich auch sage. Ne? Also Echo. So, das funktioniert also so. Kleiner Spaß am Rande im Prinzip, aber ich wollte Ihnen mal noch ein zweites Beispiel zeigen. Jetzt ist mein Fenster irgendwo hin. Achso, Moment. Ich habe versucht hier diese Kombination zu drücken, damit ich hier das Telnet wieder verlassen kann. So, also das sind einfache Beispiele für Sachen, die man mit Node machen kann. Und das deckt im Prinzip jetzt in erster Linie natürlich diesen Anwendungsfall ab, in dem Node also zur Erzeugung von serverseitigen Webmodulen benötigt wird. Ja. Das können natürlich manchmal auch nur einzelne Dienste sein, wohlgemerkt. Also man kann mit Node zum Beispiel sehr, sehr einfach Dienste erzeugen, die Daten im JSON-Format ausgeben. Das sollte Sie jetzt nicht wundern, aber interessanterweise kann ich das natürlich mit der Web-API zum Beispiel auch machen. Der Christian Weyer redet hier bei der Konferenz viel über die Web-API. Das ist natürlich toll und einfach. Ja? Klar, bloß wissen Sie, wo das noch einfacher ist? Naja, in JavaScript natürlich, ne? Weil JSON heißt JavaScript Object Notation und es gibt nichts Einfacheres in der Welt, als von einem JavaScript-Programm aus so ein bisschen JSON zu erzeugen. Ne? Klar, das ist ja, Entschuldigung. Deren Native-Syntax gewissermaßen, die da verwendet wird. Und der Umgang damit ist natürlich sehr einfach. Das heißt, auf Basis von Node kann ich mit so einem HTTP-Server eben auch extrem simpel irgendwelche Dienste generieren, die einfach bestimmte Informationen über so einen JSON-Dienst zur Verfügung stellen, zur Nutzung von irgendeiner x-beliebigen anderen Web-Anwendung aus natürlich, überall, wo Sie sonst vielleicht auch JSON-basierte Datendienste eben benutzen. Ich spreche das jetzt so an, weil ich davon ausgehe, dass der eine oder andere mit solchen Themen schon mal zu tun hatte, denn das ist eben nicht ein Thema, das man nur hat, wenn man jetzt JavaScript entwickelt oder so, sondern das ist ja mittlerweile in vielen Bereichen interessant. Gut, so, dann wollen wir mal schauen, was wir sonst noch haben. Auch da gibt es gleich wieder eine Demo zu. Es geht jetzt um das Wie. Wie entwickle ich eigentlich mit JavaScript? Ganz vorne steht da Notepad. Ja? Sie werden sich wundern, wie viele Leute JavaScript einfach in irgendeinem Texteditor schreiben. Ja? Sublime, das ist dieser Editor, den ich da gerade verwendet habe, ist unwahrscheinlich populär. Das ist so eine Art Shareware-Tool, würde man gesagt haben, vor einigen Jahren. Und das verkauft sich wie wild, weil sehr viele Leute so einen halbwegs intelligenten Texteditor eben einfach für solche Entwicklungszwecke benutzen. Der macht da so ein bisschen Syntax-Highlighting und ein bisschen IntelliSense, würden wir sagen. Ja, bei Microsoft, aber sehr viel mehr tut er gar nicht unbedingt. Da hat so ein bisschen so Templates auch drin für HTML-Schreiben und solche Geschichten, aber viel mehr macht er gar nicht. Das ist aber trotzdem sehr, sehr beliebt, diese Editoren, die gibt es auf allen möglichen Plattformen natürlich und werden von sehr vielen Leuten eingesetzt, einfach zum JavaScript editieren und auch HTML und so weiter natürlich. Das ist ja alles nur Text, schöne Sache. Ne? Natürlich kann man auch integrierte Entwicklungsumgebungen benutzen und da habe ich auch Visual Studio jetzt nochmal dabei geschrieben. Es gibt natürlich eine Reihe anderer spezialisierter Tools dafür. Ich zum Beispiel benutze manchmal WebStorm von JetBrains. Das ist eine schöne IDE, die viele solche Aspekte integriert, wenn es also um die Bearbeitung von solchen Dateiformaten geht, die im Web-Umfeld eingesetzt werden.
Es gibt aber jede Menge andere, und da will ich Ihnen jetzt gar nicht hier eine lange Liste aufzählen. Ich möchte nur erwähnen, dass also diese Entwicklungsumgebung für JavaScript-basierte Anwendungen weniger, als man das vielleicht als .NET-Entwickler gewöhnt ist, jetzt irgendwie an einem bestimmten Werkzeug hängt oder so. Ja? Das ist einfach nicht der Fall. Leute benutzen alle möglichen Tools zur Entwicklung. IDEs haben natürlich den Vorteil, dass man vielleicht eine etwas mehr integrierte Umgebung hat. Also manche IDEs haben vielleicht einen visuellen Debugger direkt eingebaut und solche Geschichten. Da gibt es eine ganze Reihe von solchen Werkzeugen, die man eben zur Auswahl hat. Wie benutzt man JavaScript? Einfach nur als Sprache, also on its own, wie das steht. Ja. Das tut eigentlich kein Mensch, ja. Ganz einfach. Die Sprache an sich wird für sich eigentlich nur noch sehr selten verwendet. Gewöhnlich benutzt man alle möglichen Arten von Utility-Bibliotheken. Aber das ist ja auch nichts Besonderes im Prinzip. Das tun Sie als .NET-Programmierer ja auch. Ne? Überlegen Sie mal, wie viel Code Sie schon mal geschrieben haben, der nicht irgendwie irgendeine Art von Aufruf an irgendeine Hilfsmethode des .NET-Frameworks durchführt. Ja, nicht besonders viel wahrscheinlich. Ne? Da fällt einem nicht so richtig viel ein. Der würde ja nicht viel tun im Grunde meiner Applikation, außer ich schreibe halt Code für reine Berechnungen oder sowas in der Art. Okay, das kann man machen. Dann, das würde bei JavaScript vielleicht auch nicht anders aussehen. Aber der Unterschied besteht vielleicht darin, dass im JavaScript-Umfeld die entsprechenden Utility-Bibliotheken eben nicht aus irgendwie einer einzelnen zentralen Hand stammen, sondern von allen möglichen verschiedenen Leuten programmiert sind und nach aufgegriffen werden. Ne? Also als Microsoft zum Beispiel irgendwann mal publiziert hat, dass sie jetzt tatsächlich jQuery benutzen würden in Standard-Templates und so weiter für Ajax-Unterstützung beispielsweise, also anstelle von den althergebrachten ASP.NET Ajax-Libraries, die es bei Microsoft ja schon lange gab, das war noch interessant. Da hat man gesagt, Mensch, was für ein Schritt, ja, dass Microsoft also da jetzt so ein Open-Source-Ding da mit verwendet oder so. Aber mittlerweile ist das gang und gäbe. Ne? Mittlerweile ist die Hälfte der web-relevanten Produkte bei Microsoft selber Open Source. Ne? Ganze ASP.NET MVC zum Beispiel und so weiter. Das ist alles Open Source. Das ist also im Grunde vollkommen normal. Genauso wie ich mich jetzt auch in Visual Studio dran gewöhnt habe, die aktuellsten Versionen von all solchen Utilities einfach mit NuGet von irgendeinem Package-Server da zu installieren. Das ist hier im Prinzip auch nicht wirklich sehr anders. Man hat halt nicht mehr diese zentrale Instanz, die einem das alles gibt und dann ist man da jahrelang mit glücklich oder so. Das ist insofern gar nicht was Besonderes, aber vielleicht auf diesen Open-Source-Plattformen noch etwas, da hat es mehr Tradition, so zu arbeiten. Manche Libraries sind hier erwähnt, also Underscore zum Beispiel ist neben jQuery eins der erfolgreichsten Module auf der Node-Package-Plattform, diesen NPM, was ich vorhin schon erwähnt habe. Das ist eine Library, die insbesondere Hilfsmethoden der funktionalen Programmierung unterstützt. Wenn Sie mich heute Morgen haben reden hören über die Higher-Order-Functions und was .NET so mit Link macht und allerhand solche Geschichten, das ist alles, was man in Underscore hat. Ja. Wahrscheinlich noch ein paar mehr Sachen, glaube ich, aber das ist im Grunde der Sinn dieser Library. Und das macht praktisch jeder heutzutage so. Sie haben ja schon an der Syntax auch von jQuery gemerkt, dass das zum Beispiel mit den Lambda-Ausdrücken sehr stark in so eine Richtung tendiert. Und das setzt sich dann mit Underscore eben auch bei der Bearbeitung von Daten in irgendwelchen Listen und so weiter fort, was dann sehr, sehr verbreitet angewandt wird. Node.js selber enthält unter anderem auch gewisse Bibliotheken, dass so wie ich jetzt gerade da stehen hatte, require HTTP direkt am Anfang. Ja. Das ist eine Library, die Node sofort von sich aus mitbringt. Das heißt, man verwendet also, sobald man jetzt auf der Node-Plattform arbeitet, gewöhnlich auch gewisse Standardmodule, die da bereits drin sind, dann sozusagen, so Basissachen halt. Ne. Aber ich sagte ja schon, über 40.000 Pakete auf der NPM-Plattform. Da gibt es also eine Masse externer Sachen, die man noch zusätzlich einbauen kann, wenn man möchte. Natürlich ist das eine sehr umfangreiche Auswahl und nicht, wie gesagt, sehr einfach da zu finden, was man braucht. Eigentlich ist es so schwierig auch nicht. Ich meine, wenn man irgendwo sucht, stellt man fest, dass es gewöhnlich sehr große Benutzergruppen für einige wenige dieser Werkzeuge braucht, gibt. So. Nur wenn man jetzt auf dem NPM direkt guckt, dann ist das natürlich sehr verwirrend, dass sie da tausende von einzelnen Paketen da liegen haben.
Debugging, Profiling, Testing und so weiter, das ist jetzt mehr so eine Tool-Frage natürlich. Und da gibt es letztlich eine ganze Menge unterschiedlicher Tools. Das Debuggen habe ich mir mal so rausgegriffen, das werde ich Ihnen gleich mal spezifisch zeigen. Profilen kann man zum Teil auf eine ähnliche Art und Weise auch, wie ich es mit dem Debugging gleich zeigen werde. Das Testen ist im Grunde sehr, sehr ähnlich wie auf anderen Plattformen auch. Es gibt Unit-Test-Bibliotheken und solche Geschichten für JavaScript, die man verwenden kann. Und das Deployment letztlich, ja, das hängt ein bisschen von Ihrer Konstellation natürlich ab. Ne? Also wenn Sie tatsächlich eine Webanwendung haben, dann ist Ihre JavaScript-Datei einfach eine Datei, die von der HTML-Seite eben nachgeladen wird praktisch und die dann ausgeführt wird auf dem Client, also sprich im Browser möglicherweise. Wenn Sie andererseits im Mobile-Umfeld arbeiten, was jetzt eins der großen Dinger halt ist, wieso viele Leute diesen Schritt irgendwann machen, dann werden Sie gewöhnlich bestimmte Paketformate verwenden, je nachdem, welche Zielplattform Sie ansteuern, zum Beispiel ein Paket generieren für Android oder so, was dann auf dem Gerät selber installiert werden kann. Und da drin sind dann diese Dateien eben unter anderem auch mit enthalten. Die werden also direkt aufs Gerät geschoben. Im Prinzip kann man das natürlich kombinieren. Also ich könnte auch eine Android-Anwendung schreiben, die ich dann als Paket aufs System schaffe, die aber wiederum auf, von der HTML-Seite aus noch irgendeine Library von anderswoher nachlädt oder so. Ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt strukturell richtig viel Sinn machen würde, aber technisch steht dem nichts im Wege. Ich wollte das nur ansprechen, dass das also nicht eine harte Beschränkung unbedingt ist, genau einem dieser Wege folgen zu müssen. Ja, dann habe ich hier ein paar Sachen zum Debugging vorbereitet. Und zwar, wo sind wir denn? Ach so, ja, ist ja Blödsinn, was ich hier mache. genau, also ich gehe nochmal zurück in meine Seite, die wir am Anfang gesehen haben, hier mit der Zeit, ja, weil dieses einfache Beispiel möchte ich mal benutzen, ich glaube, ich lade die mal neu, so, damit das wieder weg ist, um Ihnen zu zeigen, was man hier machen kann, wenn man sowas gern debuggen möchte. Viele Anwender wissen das gar nicht, aber unsere Browser haben heutzutage solche Funktionalität eingebaut, ja. Bei Chrome ist das praktisch schon immer so gewesen. Bei Firefox zum Beispiel war es mal ein Plugin, was viele Leute benutzt haben. Bei Microsoft haben sie das irgendwann endlich gelernt und das jetzt im Internet Explorer auch eingebaut. Hat länger gedauert wie üblich, aber naja. Sie bringen den Debugger zum Start hier, indem Sie einfach mal sagen, ich möchte das Element inspizieren. Und hier drin gibt es dann hier unten einen Tab, der heißt Sources und da kann ich draufklicken. Und dann sehe ich hier zum Beispiel die Sources, also das ist ja nur eine Zeile letztlich hier, drei Zeilen, glaube ich, die halt in dieser Datei gefunden wurden, die ich angeklickt habe. Das ist der JavaScript-Code, den wir vorhin gesehen haben. So, und da kann ich jetzt hingehen. Moment mal, kann man das kann man auch größer machen. Genau, das wäre ja mal ein Plan. So. Und da kann ich jetzt hingehen und einfach hier einen Breakpoint reinsetzen zum Beispiel. Also so, das sieht hier so blau dann aus. Und wenn ich jetzt auf den Knopf klicke, dann sehe ich hier oben, dass jetzt dieses Programm praktisch im Debugger pausiert worden ist. Ja. Da kann ich hier unten reingehen und gucken, was hier los ist. Ich kann hier mit der Maus so auf die einzelnen Elemente zeigen und dann sagt er mir, das ist jetzt hier der Button mit der ID Button und da kann ich hier drin rumklicken und mir angucken, was der so alles für Properties hat und was da alles drin steht und so weiter. Das ist ein eingebauter Debugger. Der ist einfach in Ihrem Browser drin. Ja. Auch im Internet Explorer sieht das nicht viel anders aus. Da kann man richtig gut mitarbeiten mit diesen Tools. Sie sehen hier drüben, da kann man also irgendwelche zu beobachtenden Ausdrücke reinschreiben. Ich habe gerade keine, können wir mal einen reinmachen hier, sagen wir mal Dollar Output oder so zum Beispiel. Da würde er mir jetzt zeigen, das ist nämlich dieses Diff hier, worauf das verweist, ja, beispielsweise. Und so weiter. Also diese Funktionen, alles was man so, denke ich, gewöhnlich mit einem Debugger verbindet, die sind auch hier drin verfügbar. Tatsächlich gibt es noch eine Reihe anderer, sehr spektakulärer Features teilweise, wie etwa die Möglichkeit hier unten Breakpoints im DOM zu setzen. Das DOM, das ist das Domain Object Model, das ist im Browser praktisch die Objektdarstellung der HTML-Informationen. Ja. Da kann ich also Breakpoints in meiner visuellen Beschreibung setzen und dann, wenn da sich was ändert oder so beispielsweise, anhalten. Also die Funktionen sind schon
schon sehr spezifisch abgestimmt praktisch auf die Nutzung innerhalb dieser Plattform. Insofern geht eigentlich dieser Debugger an vielen Stellen über das hinaus, was wir jetzt von C# da so kennen. Ne? Da gibt es solche Sachen nicht wirklich im Detail, auch nicht bei XAML. Ne? Also das ist insofern recht komfortabel. So, ja, und hier kann man natürlich schrittweise drüber gehen oder so. Jetzt hat er mir da oben den Text reingeschrieben zum Beispiel. Ich lasse es einfach mal weiterlaufen. Ne? So, hatte ich hier noch was? Ach so, ich wollte noch ansprechen. Stimmt, das machen wir einfach nochmal. Wenn ich jetzt hier drin bin, dann hilft es auch manchmal, die Konsole zu verwenden. Das ist im Grunde einfach eine Konsole, wo ich ad hoc JavaScript-Code eingeben und auswerten kann. Ja? Genau genommen weiß ich gar nicht, wieso ich gerade nochmal gestartet habe. Das muss ich nämlich gar nicht. Ich kann die Konsole auch so benutzen. Also es funktioniert jederzeit. Da können Sie einfach mal kurz reinspringen und irgendwie ein Stück JavaScript-Code ausprobieren oder mal auswerten, indem Sie es da reinkopieren oder dergleichen und dann sofort sehen, was da passiert ist. Ja. Der Chrome unterstützt auch die Erzeugung von Profilen, das hatte ich schon kurz nebenbei angesprochen. Da kann ich also hier, wie Sie sehen, zum Beispiel JavaScript-Profiles erzeugen, um festzustellen, wie viel Zeit denn da verbracht worden ist in bestimmten JavaScript-Funktionen und so weiter. Das kann ich jetzt hier mit dem Beispiel nicht im Detail zeigen. Ich wollte es nur kurz erwähnen, dass also im Endeffekt solche Tools hier alle schon fertig im Browser zur Verfügung stehen. Da brauche ich gar nicht besonders in die Trickkiste zu greifen, um so etwas also zur Verfügung zu haben. Die Frage war, ist das eine ganz normaler Chrome, eine ganz normale Version und so weiter? Ja, absolut. Wenn Sie Chrome auf Ihrem Rechner installiert haben, haben Sie das auch. Ja. Ich weiß, das ist irgendwie, klickt man da nie drauf, oder? Aber, ja, ja, also diese, ich meine, traditionell hat man eigentlich als erstes früher dieses Elementen-Ding hier immer gehabt. Ja. Das ist ja auch schon eine tolle Sache. Ich glaube, das haben viele Leute schon mal gesehen, oder? Wo man hier jetzt so reingehen kann und sehen kann, was hier für Elemente sind und alles und dann macht er einem das bunt und man kann sehen, wie die gestylt sind und so. Ne. Also das ist nämlich die erste Seite, die da erscheint, wenn man da irgendwie drauf geht und sagt, Inspect Element. Aber ja, also ist mir nicht neu. Mancher klickt da nie auf diese anderen Seiten halt drauf. Hier gibt es aber noch viele andere Sachen. Die Timeline zum Beispiel können wir mal machen. Wenn ich das hier jetzt nochmal neu lade, dann zeigt er mir überhaupt nichts an. Warum eigentlich nicht? Ach so, Moment, wo bin ich denn hier? Timeline. Ja, ist gut. Mach mal, klick. So, nö, da macht überhaupt nichts. Warum eigentlich nicht? Was muss man denn da nochmal machen, damit die Timeline aktiviert wird? Das interessiert mich jetzt gerade mal. Ha, komisch. Ich glaube, das hängt an einem der Profiles hier, aber ich denke, ich überspringe das dann mal, weil ich jetzt nicht damit nachsuchen möchte. Wollte ich Ihnen nur gerade ad hoc zeigen. Netzwerk sehe ich auch, also wie die Auswertung der Seite da stattgefunden hat, welche einzelnen Ressourcen alle nachgeladen wurden und wie lange das gedauert hat und wie die alle hintereinander in welcher Reihenfolge geladen worden sind und so weiter. Also es ist eine sehr, sehr umfassende Geschichte, was da möglich ist. Es sieht aus, als könnte man die Timeline einschalten. Wie meinen Sie das? Ja, das ist, glaube ich, nur so, weil das hier auch eine Timeline ist. Das ist nicht die gleiche Timeline. Diese Timeline hier, das sind so Debug-Elemente, wo es also um die Auslösung von Events und die Nutzung von Speicher und solchen Geschichten geht. Und auf der Netzwerkseite ist die Timeline hier bezogen auf die Ladereihenfolge der verschiedenen Ressourcen. Also das ist jetzt hier zum Beispiel die jQuery-Datei, diese zweite Zeile praktisch. Und die ist jetzt hier hinten geladen worden. Und ich kann sehen, dass also zwischen dem Abschluss dieser Geschichte, der hat hier jetzt, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, das ist so blassblau, da sagt er mir, das hat 2 Millisekunden gedauert, bevor der Request beantwortet wurde. 2 Millisekunden Latenz, sagt er mir dann da. Und dann hat er 0 Millisekunden, also keine messbare Zeit anscheinend, benötigt, um die Seite wirklich zu laden. Nicht verblüffend, weil die kommt lokal von der SSD. Ne? Das geht recht schnell natürlich. Und dann hat er irgendwie hier, wo sind wir denn jetzt, bei 2 Millisekunden im Prinzip. Dann hat er hier rumgetüdelt, bis er bei 12 angekommen war, ja. Und hat dann jQuery nachgeladen, ne? Zum Beispiel. Das sieht bei größeren Seiten natürlich viel elaborierter aus, ist aber ein sehr nützliches Werkzeug, um festzustellen, was eigentlich alles geladen worden ist und in welcher Reihenfolge. Und vor allen Dingen manchmal auch, wenn man Informationen vom Server lädt, dann kann man sehen, wenn bestimmte Requests sich überhaupt nicht beenden. Ja, das passiert schon mal, da lädt er also irgendwas vom Server, aber das wird nie vollständig geladen oder so. Das sieht man dann hier drin auch, weil dann der Status hier, wo jetzt Success steht,
steht, eben nicht mehr Success ist. Wieso? Also hier wollte ich Ihnen das gerade zeigen, sondern da steht dann Loading, glaube ich, während also dieser Prozess noch immer arbeitet. Ne? Das kann ich mit der kleinen Datei jetzt leider nicht simulieren. Hier. Das geht zu schnell. Gut. Das ist die clientseitige Geschichte. Jetzt wollte ich Ihnen das serverseitige auch noch zeigen. Das ist nämlich auch eine sehr schöne Geschichte. Und zwar gehe ich mal in meine Konsole wieder zurück. Wo ist sie denn? Hier. Und da drin brauchen wir jetzt diesen HTTP-Server nochmal. Aber ich benutze ein Schlüsselwort da hinter dem Node, das heißt Debug. Und übergebe jetzt HTTP-Server.js Node Debug. Ja, so. Dann sagt er, wunderbar, da habe ich jetzt auf diesen Prozess praktisch zugegriffen und jetzt haben wir hier so einen schicken Kommandozeilen-Debugger. Ja? Wenn Sie schon mal GDB verwendet haben, den GNU-Debugger ja, zum Beispiel, dann kennen Sie sowas. Das ist eine schöne Sache, das funktioniert auch ansatzweise so ähnlich. Ach so, jetzt wollte er das auswerten. So, da sehen Sie, was Sie für Kommandos haben und so weiter. Das ist halt so ein Kommandozeilen-Ding, womit man jetzt mit dem Debugger arbeiten kann. Finden Sie nicht beeindruckend, oder? Ich sehe das schon an den Gesichtern. So. Na, ist ja auch nicht beeindruckend. Andererseits, also ich meine, ich habe schon mal mit dem GDB entwickelt und ich muss sagen, das ist zum Teil überhaupt nicht so vollkommen unmöglich. Das ist halt irgendwie weniger zeigen und klicken und mehr tippen. Ne? Ganz einfach, Breakpoint auf Zeile irgendwas setzen, da schreibt man B, Leerzeichen, Zeilennummer oder so etwas. Das kann unter Umständen auch mal viel schneller gehen als klicken. Also das nur am Rande. Jetzt starte ich mal hier einen Prozess im Hintergrund. Das ist der Node-Inspektor. Ein NPM-Paket übrigens, also das kann man mit dem Node Package Manager einfach installieren, das Teil. Den lassen wir jetzt mal so starten. Dann sagt er mir hier schon, dass er jetzt auf einem bestimmten Port hier mit mir gerne reden möchte. Den kopiere ich mir mal gerade, den URL. Aber ich gehe da noch nicht sofort hin, weil ich muss nämlich erstmal noch meine eigentliche Anwendung starten, sonst passiert da überhaupt nichts. Und jetzt muss ich etwas merkwürdigerweise dieses Flag --debug benutzen, was halt täuschend ähnlich dem anderen Ding erscheint, wo ich vorher kein --- vorhatte. Das war also praktisch so ein Subkommando und jetzt ist es halt eine Option. Ja, technisch zwei verschiedene Dinge, klar, aber man verwechselt es leicht. Also denken Sie dran, dass ich das gesagt habe. Probieren Sie beide Varianten aus, wenn Sie sich nicht mehr erinnern, wie das ging. So, damit starte ich jetzt meine Applikation praktisch in einem bestimmten Modus und Node geht jetzt her und bietet eine externe Verbindung gewissermaßen für einen externen Debugger. Und diesen Debugger habe ich schon gestartet, das ist dieser Inspektor. So, der Inspektor wiederum, der hat jetzt seine eigene Webseite, mit dessen Hilfe ich da dran kann an das Teil. Und wenn ich da jetzt draufgehe auf diesen URL, den der mir angezeigt hat, das müssen wir mal ein gutes Stück größer machen, dann sehen Sie wahrscheinlich spontan, dass das hier genau mein Code ist, der hier mit einem Mal erscheint. Ja? Dieser Inspektor, der geht jetzt also hin und verbindet sich mit dem laufenden Node-Prozess, weiß natürlich dadurch, wo die einzelnen JavaScript-Files alle sind, mit denen dieser Prozess so arbeitet und so weiter. Und wenn Ihnen jetzt die UI da auf der rechten Seite und so bekannt vorkommt, dann haben Sie gut aufgepasst, weil das sieht ja offensichtlich genauso aus wie das Teil, was die in Chrome eingebaut haben. Ne? Und jetzt habe ich auf einmal einen Debugger hier, der genauso funktioniert wie der, den wir vorher gesehen haben, aber halt für meinen serverseitigen Prozess. Das heißt, wenn ich hier reingehe und dann nochmal auf diese, wo war das denn, 127.001.1337, genau, Seite gehe, so, zack, dann bleibt der Node-Inspektor jetzt halt an diesem Punkt stehen und ich kann hier debuggen. Ne? Meine Watch-Expressions da reinbauen, zum Beispiel, sagen wir mal, den Request möchte ich jetzt gerne mal sehen. Der Request ist eine Incoming-Message und das sind die einzelnen Werte, die da drin stehen und so weiter. Das kann ich mir jetzt hier genau angucken und natürlich auch auf der anderen Seite hier drüben, zeigen wir mal auf Request vielleicht nochmal, da sehe ich dann genau das Gleiche natürlich. Ne? Oder mein Response-Objekt vielleicht umgekehrt auch ein Server-Response-Objekt und so weiter und kann jetzt hier meinen serverseitig in JavaScript laufen. Einen Prozess debuggen. Also praktisch genau die gleiche Umgebung wie vorher, auch inklusive der Konsole. Natürlich haben wir jetzt hier keinen Elemente-Tab und solche Geschichten. Das ist eine andere Sache. Das hat ja direkt mit der HTML-Umgebung zu tun praktisch. Ne? Es ist auch kein Profiler hier drin integriert. Da gibt es separate Werkzeuge, kann man auch machen, aber die sind halt nicht in diesem Tool hier mit eingebaut, so wie wir es im Chrome gesehen haben. Ne? Ja, das finde ich persönlich ziemlich prima. Das funktioniert auch richtig gut. Man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen, an diese gesamte Struktur der Sache natürlich. Aber da kann man sehr komfortabel mit arbeiten. Und eben auch komplexere Entwicklungsaufgaben lösen, mit Debugging zum Beispiel.
So viel hierzu. Ich lasse das mal weiterlaufen. Achso, ja. Okay, jetzt ist er fertig. Dann können wir das beenden. Wenn ich das beende, dann stellt das der Debugger sofort fest, ja, und sagt, jetzt haben wir das Ziel unserer Debug-Aktion hier praktisch verloren. Ist ja übrigens ganz nett, wenn ich das wieder starte, dann kann ich einfach hergehen und diese Seite neu laden. Und dann weiß der noch, dass ich hier vorher zum Beispiel einen Breakpoint gesetzt habe und sowas. Also das ist relativ problemlos. Außer einem Reload braucht man da nichts weiter zu machen, um also jetzt zyklisch praktisch entwickeln zu können. So, gut, das war nur noch so ein Gedanke am Rande hier. Dann will ich Ihnen jetzt ein bisschen mehr noch zur Sprache JavaScript selber erzählen. Ich glaube, ich habe noch ein oder zwei Slides dazu auch hier. The crazy stuff steht da oben drüber, weil offensichtlich ist ja JavaScript speziell unter den Leuten, die es nicht benutzen, sehr bekannt dafür, irgendwie so eine ganz merkwürdige Sprache zu sein, oder? Oder nicht? Was sagen Sie? Also ich habe das schon oft gehört, dass Leute sagen, also dieses JavaScript, ja, dann mache ich da irgendwie so, dann bedeutet es das und dann mache ich irgendwie anders, dann bedeutet es was anderes. Also es ist ja total verwirrend und da haben Sie auch nicht Unrecht. Also ich denke mal, das ist einfach eine Sprache, die sich sehr, sehr stark entwickelt hat im Laufe der Zeit, weil sie nämlich ursprünglich für einen bestimmten Zweck angedacht worden war und nachher für viele andere Sachen benutzt wurde und so weiter und sich da syntaktisch auch in den Anfangszeiten zumindest sehr viel getan hat. Wir erinnern uns ja alle noch an die Browserkriege, Microsoft und Netscape und diese Firmen. Und das ist im Grunde so die Historie. Da wurden wahnsinnig viele Sachen an JavaScript eingebaut und verändert und zwischendurch standardisiert, wie zum Beispiel mit ECMAScript, ECMAScript, das ein Standard ist, den es für JavaScript gibt. Naja, und auf die Weise haben wir jetzt so eine chaotische Sprache. Meine persönliche Auffassung allerdings, muss ich sagen, ist die, dass JavaScript kein bisschen chaotischer deswegen ist als irgendwie eine andere Programmiersprache. Also natürlich haben wir mit C-Sharp wohlgemerkt eine Sprache vor uns, die eine reine Retortensprache ist, im Prinzip. Die ist ja nagelneu nach wie vor im Vergleich zu den meisten anderen Sprachen und wurde sehr, sehr explizit entlang bestimmter Ideen entwickelt halt. Also trotz und alledem kennen Sie ja so gut wie ich, dass Leute sich auch schon darüber beklagen, dass jetzt also in C-Sharp irgendwie so ansatzweise fachfremde Ideen wie zum Beispiel das Dynamic-Schlüsselwort und solche Sachen eingebaut wurden. Da gibt es auch Leute, die meinen, also diese Brücke zu einer anderen Welt, die hätte man jetzt so oder nicht haben müssen unbedingt. Also das schleicht sich immer ein, nicht? Da gibt es auch überhaupt nichts dran, dazu zu sagen. Im Endeffekt ist JavaScript von seiner Evolution her eben so entstanden, dass es sich auch immer sehr stark um Rückwärtskompatibilität bemühen musste und darum konnte man dann bestimmte etwas merkwürdige Sachen auch von einem frühen Zeitpunkt an schon gar nicht mehr beheben unbedingt. Man hatte nicht mehr die Wahl, das einfach völlig anders zu machen oder so. Da wäre dann alles Mögliche im Web eben kaputt gegangen. Also ist es so geblieben und da kann keiner bestreiten. Es gibt eine sehr lustige 5,5 Minuten Präsentation oder sowas online. Ich komme gerade nicht drauf, wie das Teil heißt. Das sind irgendwie die wildesten Sachen in JavaScript oder so und wenn Sie mal richtig lachen wollen, ist das richtig gut. Ja, zum Beispiel, warum eigentlich die Konstante not a number tatsächlich eigentlich eine Number ist in JavaScript und solche Geschichten, das ist also richtig schön. Sowas habe ich jetzt hier nicht aufgenommen in meine Sache, weil ich einfach denke, das sind im Grunde so Details. Das interessiert einen primär irgendwann mal, wenn man die Sprache schon recht gut kennt. Also es wäre wahrscheinlich eher irgendwie falsch, jetzt als ersten Eindruck hier so einer Sprache zu vermitteln, was da alles irgendwie komisch drin ist. Ne? Klar, aber ein bisschen komisch ist es schon und das kann ja auch Spaß machen. Im Grunde ist JavaScript eine sehr einfache Sprache, die allerdings auch sehr flexibel ist. Und das haben wir schon gesehen vorhin, als ich zum Beispiel gesagt habe, dass jetzt so eine Syntax wie Dollar, Klammer auf, darauf hindeutet, dass jemand mit jQuery arbeitet. Ja, ja, ich meine, das ist ja eine lustige Idee, so in C-Sharp, wenn ich da also irgendeine andere Library von mir aus benutze, dann äußert sich das ja nicht darin, dass ich auf einmal irgendwie so eine total komische Syntax benutzen kann. Also eine Library kann in C-Sharp nichts großartig machen, was irgendwie viel an meiner Syntax ändert, sozusagen. Also das geht eigentlich gar nicht, solche Optionen gibt es nicht. Aber in JavaScript ist das möglich.
möglich unter Umständen, weil halt die syntaktischen Regeln nicht ganz so eng gefasst sind und man da Möglichkeiten hat. Und weil auch diese Library-Entwickler im Laufe der Jahre da wirklich unglaublich kreativ geworden sind. Dynamische Typisierung macht es auch häufig sehr simpel, bestimmte APIs zu entwickeln, deren Aufruf immer gleich aussieht. Das schafft Konsistenz, ja, während man gleichzeitig aber unter Umständen alle möglichen unterschiedlichen Ergebnisse bekommt, je nachdem, was man dann als Parameter übergibt oder so. Zur dynamischen Typisierung zeige ich gleich noch ein kleines Beispiel auch. Eigentlich eine sehr einfache Sprache, das bezieht sich vor allen Dingen auf die verschiedenen Standard-Syntax-Elemente. Ja. Also wenn Sie schon mal die Sprache gesehen, dann wird Ihnen auffallen, dass da irgendwie so Ifs und For-Schleifen vielleicht und solche Geschichten drin vorkommen, die Sie natürlich aus allen möglichen anderen Programmiersprachen vermutlich schon kennen. Und ich werde hier keine Zeit damit verbringen, Ihnen zu erklären, dass man da so einen Block erzeugen kann mit einer geschwungenen Klammer auf und zu oder sowas, ja, weil das wissen wir hoffentlich alle. Da will ich also jetzt nicht weiter drauf eingehen. Manchmal, das ist wichtig, kann das etwas täuschend sein, weil JavaScript halt verflucht so aussieht wie C oder irgendwas, ne, oder C-Sharp vielleicht sogar. Und wenn dann doch irgendwo mal was ganz gravierend anders funktioniert plötzlich, dann ist man auch entsprechend überrascht davon potenziell. Also vergessen Sie nicht, dass das eine etwas täuschende Problematik sein kann. Hier sind vier Dinge, die man bei der JavaScript-Entwicklung nach meinem Dafürhalten ständig im Auge behalten sollte. Denn wenn man die vergisst, passiert halt irgendwas ganz besonders Beeindruckendes. Ja? Und zwar erstens, Semikoli sind in JavaScript optional. So, das klingt jetzt toll, als wie wenn wir jetzt VB programmieren wollten oder so zum Beispiel. Ne? Aber das ist im Endeffekt eine Konventionsfrage. Also ich für meinen Teil benutze eigentlich ständig Semikoli und zwar ungefähr genauso, wie ich das in C oder C-Sharp auch täte. Ja? Das kann man machen. Man muss nur selbst dran denken, wenn man so ein Semikolon mal irgendwo vergisst, dann passiert erstmal nichts. Das funktioniert nach wie vor. Aber es gibt Konstellationen, wo ich das gleich mal zeigen werde, wo man das auf gar keinen Fall vergessen darf, dass das so ist, weil nämlich dann wirklich verblüffende Dinge geschehen. So, dann habe ich hier so geschrieben, das Konzept von this ist sehr, das Wort volatile heißt eigentlich flüchtig, ja? Vergänglich könnte man sagen, was natürlich merkwürdig erscheint, weil wir unter this doch eine irgendwie ziemlich spezifische Sache verstehen, also zumindest mal in C-Sharp natürlich. Es gibt halt auch in JavaScript diese Idee von this, die aber eine ganz andere Bedeutung hat. Zeige ich Ihnen auch gleich. Dann ist Typisierung dynamisch, das habe ich schon erwähnt, da zeige ich Ihnen was. Und dann haben wir noch die IFIs am Start hier. Die IFIs, IIFE geschrieben, irgendwie vergesse ich jedes Mal selbst, was die Dinger, wie die Dinger heißen. Das sind die Immediately Invoked Function Expressions. So, habe ich nicht vergessen diesmal, wunderbar. Ja. Also sofort ausgeführte Funktionsausdrücke vielleicht ungefähr. Diese Dinger sind sehr, sehr wichtig und das ist auch ein bisschen kompliziert, aber das will ich Ihnen auf jeden Fall zeigen, denn wenn Sie JavaScript-Code sich anschauen und lesen, dann stolpern Sie ständig über die Dinger und da will ich Ihnen kurz zeigen, wozu das eigentlich gut ist. So, dann wollen wir mal gucken, was ich hier noch habe. Und zwar, ja, gehen wir erstmal einfach in Chrome rein hier. Und da bringen wir, wollte ich gar nicht, Inspect Element, so ein Konsolenfenster hoch, weil da können wir ja jetzt hergehen und einfach ein bisschen mit JavaScript rumhacken. Ne? Da haben wir jetzt diese Sache mit der dynamischen Typisierung hier als erstes. Ich kann also zum Beispiel so Sachen machen wie geschwungene Klammer auf, geschwungene Klammer zu, das müssen wir noch ein bisschen größer machen, oder? So, und dann kann ich hier hinschreiben Value. Zum Beispiel. So, jetzt denken Sie erstmal, was soll denn das überhaupt für eine merkwürdige Syntax sein? Diese geschwungene Klammer auf und zu Geschichte hier, das ist eine Objektinitialisierung. Ich habe, glaube ich, gleich in einem kleinen Snippet auch noch mal eine, wo wirklich was drinsteht. In diesem Fall ist die leer, ganz einfach. Ja? Also das könnte man so sagen, das erzeugt im Prinzip ein Objekt, was überhaupt gar keine Inhalte hat. So kann man sich das vorstellen. Ja? So, und dann haben wir natürlich so eckige Klammern. Das ist so eine Art Indizierung, aber im Sinne von so einem Dictionary oder so zum Beispiel. Ich meine, das würden Sie in C-Sharp ja praktisch genauso schreiben. Nur, dass in C-Sharp keine einfachen Anführungszeichen möglich sind. Ne? Die sind in JavaScript möglich. Und eigentlich völlig austauschbar mit den Doppelten. Sie können die also benutzen, die einen oder die anderen oder beide durcheinander, wie sie lustig sind. Ja. So,
dieses Ding hier auszuführen, hat jetzt irgendwie einen relativ interessanten Effekt. Und zwar, wenn ich das ausführe, dann sagt er, da kriege ich ein Array zurück. Das wird jetzt an dieser Stelle mit den eckigen Klammern dargestellt. Das ist also eine Liste gewissermaßen. Und diese Liste enthält einen Wert. So, das finden wir jetzt relativ merkwürdig, weil wir ja eigentlich vorhatten, in ein leeres Objekt hinein zu indizieren und irgendwie so einen Wert abzufragen, der Value heißt. Ja, was haben wir erwartet, was da passiert? Wahrscheinlich, dass der irgendwie einen Schreck kriegt und einen Fehler anzeigt oder so, hätten wir gedacht. Ne? Wäre jetzt irgendwie logisch dabei. Aber das passiert nicht, sondern stattdessen sagt er, ich habe jetzt hier eine Liste zurückgekriegt mit so einem Wert drin. Komisch, ne? Dann wollen wir doch mal gucken, wenn ich jetzt mal abfrage, ob denn dieser Ausdruck Value hier gleich ist mit dem anderen Ausdruck mit dem Wert alleine drin. Also ich meine, das hat er im Grunde ja gerade gesagt. Ja. Ich habe ihm gesagt, guck dir mal das hier an. Da hat er gesagt, das ist gleich dem hier. Und jetzt frage ich ihn praktisch nochmal, sind die gleich? Ja? Ich werde Ihnen gleich noch sagen, wieso ich da gleich drei Gleichheitszeichen hingeschrieben habe. Das tut man häufig und gerne so, aber da komme ich noch drauf. So, das Verblüffende hier wird erstmal sein, dass er sagt, nö, die sind nicht gleich, die Dinger. Ja? So. Und das bringt mich jetzt alles auf das Thema. Was ich nämlich sagte, ist, dass tatsächlich die Semikoli in JavaScript nicht notwendig sind. Das ist der wichtige Knackpunkt hierbei. Jetzt denken Sie, was soll denn das? Naja, ganz einfach. Dieses, was wir jetzt dachten, was der hier macht, irgendwie in das Objekt rein indizieren oder sowas, das tut er an dieser Stelle überhaupt nicht. Der JavaScript-Interpreter, der versucht zu verstehen, was ich ihm da gerade mitteile. Und was der jetzt verstanden hat, ist, dass ich ein Objekt instanziieren wollte, ein völlig leeres, ja. Und dann wollte ich noch ein Objekt instanziieren, und zwar das hier, nämlich ein Array mit Sachen drin. Weil dieser Ausdruck hier ist für den JavaScript-Compiler identisch mit diesem Ausdruck. Hoppla, so, ja. Mit einem Semikolon dazwischen. Aber das ist ja optional, ja. Und weil ich das an der Stelle nicht stehen hatte, hat er halt sein Bestes getan, um zu raten, was ich da wohl gemeint haben könnte. Und das Ergebnis von dem Ausdruck war dementsprechend halt dieser Ausdruck hier. Warum die nicht identisch sind, das hat jetzt noch einen anderen Grund, und zwar den, dass Listen in JavaScript niemals identisch sind. Weil auch wenn zwei Listen existieren, die genau das gleiche Element enthalten, also den gleichen String beispielsweise, dann sind das immer noch zwei verschiedene Objektinstanzen und deswegen sind die nie identisch. Das ist also ein Fehldenken an dieser Stelle jetzt zu sagen, das müsste doch true rauskommen jetzt. Er hat doch eben gesagt, die wären gleich. Das passiert nicht. Gibt es ein anderes Merkmal, das besagt, dass die Anweisung abgeschlossen ist? Nein. Wenn Sie da kein Semikolon hinschreiben, dann gibt es eben keins. Und wenn der JavaScript-Interpreter jetzt gar nicht versteht, was Sie meinen, dann wird er Ihnen natürlich eine Meldung anzeigen. Aber solange er meint zu verstehen, was Sie meinen, macht er nichts, ja, und führt das einfach aus, so gut er kann. Deswegen ist es so relevant, eben diesen Punkt, den ich aufgelistet habe, im Kopf zu behalten, dass Semikoli optional sind. Dann verstehen Sie vielleicht mit etwas Nachdenken, was hier vor sich geht. Ganz wichtige Geschichte. So. Ich habe noch ein, zwei Sachen, die ich Ihnen zeigen will. Wir haben nur noch 10 Minuten Zeit, deswegen möchte ich jetzt weitermachen. Ach so, ich wollte hier noch mal kurz die Aussage bestätigen, dass also, hoppla, auch eine Liste mit nur einem Wert, zum Beispiel 1 drin, ist eben nicht gleich einer anderen Liste, wo auch 1 drin ist. Ne? Also einfach, um noch mal zu beweisen, was ich sagte, dass zwei Listen auch mit identischen Inhalten niemals identisch sind in JavaScript, weil es verschiedene Objekte ganz einfach sind. Ne? Klar. So, dann haben wir noch ein Beispiel hier, da gibt es noch ein paar mehr solche Kandidaten, und zwar Optional Semikolons hier. Da habe ich mal so eine kleine Funktion hier in JavaScript geschrieben, die gibt hier irgendwie so einen Wert zurück. Ja? Ist val 1 größer 10 und val 1 größer val 2 oder so. Und dann habe ich noch mehr so Funktionen geschrieben, aber ich habe die immer unterschiedlich umgebrochen, ja? Und unterschiedlich Klammern gesetzt und allerhand solche Geschichten. Und dann habe ich hier unten so einen kleinen Helper, der ruft jetzt diese Funktionen ein paar Mal auf. Und da sollte im Grunde eigentlich immer true, false und false rauskommen. Ne? Hoppla. So, und das testen wir jetzt mit jeder meiner verschiedenen Testfunktionen. So, die haben ja, wie gesagt, keinen Unterschied, das war der wichtigste Punkt hier, abgesehen davon, dass sie unterschiedlich umgebrochen sind. Und wenn ich das mal ausführe, das heißt Optional Semikolon, wo bin ich denn hier? Da müssen wir jetzt hier in Language Fun rein, Node Optional Dingsbums hier, so, zack.
dann sehen Sie gleich, dass da also zwar oben einmal true, false, false kommt und einmal unten auch noch true, false, false, aber in der Mitte, da haben wir ganz viele Undefineds da rumstehen. Ja. Sieht also so aus, als ob die Ausführung dieser beiden mittleren Funktionen hier, also Test 2 und Test 3, nicht wie erwartet mir true, false, false geliefert hat, sondern stattdessen zweimal, dreimal undefined. Warum wohl? Ja, ganz einfach, weil Semikoli optional sind, ja? Weil er nämlich denkt, sie hätten hier einen Return gemacht, ja? Und das, was dahinter kommt, das interessiert ihn nicht die Bohne, weil wir haben ja eine dynamisch ausgewertete Sprache. Der kommt da gar nicht hin. Ja, das ist doch, im Grunde macht das ja wenig Sinn, was da steht auf den Zeilen. Einfach irgend so ein komischer Ausdruck. Aber das interessiert den Parser einfach gar nicht. Ja, der kommt gar nicht zu dem Punkt, sich das hier anzugucken, weil er glaubt, sie wären jetzt halt schon zurückgekehrt. Das passiert hier nicht, weil das ja auf einer Zeile steht. Und hier auch nicht, weil da noch die Klammer geöffnet wird. Ja, und da weiß er, dass es jetzt noch weitergehen muss danach natürlich. Ne? Also, eine gepasste Sprache und da eben mit der speziellen Sache mit den Semikoli, das ist genau dieser Knackpunkt, auf den es hier drauf ankommt. Das wird vom Parser derzeit so interpretiert, richtig. Aber in diesem Fall hier habe ich ja auch eine neue Zeile und da wird es anders interpretiert. Also es wäre jetzt falsch zu sagen, dass immer bei einer neuen Zeile die Anweisung abgeschlossen wäre oder so. Ja. Der Parser guckt sich die gesamte Instruktion an und Return ist eben für sich schon eine gültige Instruktion. Und wenn dann die Zeile beendet wird, dann sagt er, gut, ja, da wird sie wohl zu Ende sein, diese Instruktion. Aber unter anderen Umständen wird er das anders betrachten. Deswegen, Sie fragen nach dem Merkmal, da stimme ich Ihnen nicht ganz zu. Ja. Das sind ja unterschiedliche Kriterien, die vom Parser ausgewertet werden und dann zu diesem speziellen Zusammenhang hier eben führen. Ne. Nicht nur eins. Sie meinen jetzt, das ist ein JavaScript-Code, den Sie sich nicht so gedacht haben, ja? Aber das ist eine andere Sache. Also es gibt, ehrlich gesagt, vermutlich Tools, die Ihnen dabei helfen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne solche Tools nicht. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, achten Sie da drauf, ja? Gewöhnen Sie sich daran, wenn Sie ein Return-Statement schreiben, zum Beispiel immer mindestens die führende Klammer auf der gleichen Zeile unterzubringen. Gewöhnen Sie sich daran, Semikoli genauso zu verwenden, wie Sie das in C oder C-Sharp oder so auch täten. Das ist hier meine Message. Ja. Es gibt bestimmt in der Welt alle möglichen Analyse-Tools, die ich persönlich nicht kenne, weil ich sie nicht benutze, ja, aber die es wahrscheinlich gibt, die Ihnen irgendwo eine Warnung jetzt ausgeben würden und sagen würden, haben Sie das wirklich so gemeint? Keine Frage, also da stimme ich Ihnen zu. Aber im Endeffekt, wie ich schon sagte, ist das ja absolut fehlerfreier JavaScript-Code. Insofern kann man nicht erwarten, dass der da mit einer Fehlermeldung daherkommt oder so. Ja? Das ist ja einwandfrei auswertbar. Wir haben es uns nur anders gedacht. Aber das gibt es halt immer. Bitte. JavaScript selber hat keine Möglichkeit, das Setzen der Semikoli zu erzwingen. Nein, das wäre allerdings vielleicht für ein Tool wirklich eine sinnvolle Funktion. Das mag es schon geben. Ich kenne es persönlich nicht, aber das glaube ich jetzt noch viel eher als das vorherige. Denn das wäre eine Code-Konvention natürlich, dass man sagt, ich will jetzt einfach immer Semikoli haben und bitte sag mir das doch mal, wenn ich irgendwo eins vergesse. Klar, das macht schon Sinn. Ne? Ja. So, ich wollte noch ein, zwei andere Sachen zeigen. Uns läuft ein klein bisschen die Zeit weg mit diesen Beispielen. Wollen wir mal gucken. Diese This-Sache, ja, also das erkläre ich vielleicht einfach mal kurz. Ich weiß nicht, wie weit wir sonst noch kommen hier. Moment, das brauchen wir nicht mehr. Dann machen wir mal diese andere Seite auf. Das ist hier. This problem. So, ich habe hier mal zwei Buttons reingebaut in diese Webseite und diese beiden Buttons, die benutzen einen jQuery. Ups, was soll das denn hier? Nein, nein, das war falsch. Warum ist das eigentlich alles gar so gigantisch hier? So, also da habe ich eine Funktion hier reingebaut in meinem JavaScript, die macht jetzt hier irgendwas bunt. Style Background wird hier auf rot gesetzt, ja, zum Beispiel. Und dann habe ich mit Hilfe eines jQuery-Ausdrucks einen OnClick-Handler hier an das Div1 dran gesetzt. Das ist das Erste. Wenn ich in den Quelltext gucke, können wir auch noch mal machen, hoppla, so, View Page Source, so, dann werden wir sehen, dass es hier auch noch einen anderen Button gibt. Wo ist er denn? Hier, Div2. Der hat ebenfalls diesen Event-Handler zugewiesen, indem ich allerdings diesmal eine deklarative Zuweisung verwende, aber ich benutze die gleiche Hilfsmethode. Ja. So, jetzt wollen wir mal gucken, wenn ich das Ding starte oder verwende, indem ich hier draufklicke, dann wird der Button rot.
Und haben sich vielleicht gedacht, oder? Die Methode macht jetzt den Background vom Button rot. Wenn ich den zweiten anklicke, passiert überhaupt nichts. Ich habe jetzt geklickt, ja. Ich mache ja auch nochmal. Passiert gar nichts. In dem Debugger sehen Sie, dass hier steht, er hat jetzt festgestellt, dass er die Property Background gar nicht setzen kann auf irgendeinem komischen Element namens Undefined. Ja? Also mit anderen Worten, diese Background Property, die wurde hier nicht gefunden, weil dieses this.style hier letztlich nichts Gültiges von sich gegeben hat. Das muss wohl darauf hindeuten, dass unser this in dieser Konstellation jetzt also nicht das ist, was wir erwartet haben. Der Punkt ist, und den muss ich leider in aller Kürze machen, dass in JavaScript this dynamisch zugewiesen wird zur Laufzeit. Ja. This bezeichnet immer den aktuellen Besitzer der Funktion. Und interessanterweise wird bei der Zuweisung eines On-Click-Event-Händlers mit dieser Syntax hier, dass der Besitzer dieser Funktion, will sagen, korrekt zugewiesen, aber das ist immer noch so ein bisschen schwierig. Korrekt ist es anderes auch, nur wieder mal unerwartet natürlich. Das this wird also hier zugewiesen auf das div selber, ja, sodass das div selber der Besitzer der Funktion ist. Und wenn ich nachher in der Funktion lande, dann bezieht sich dementsprechend diese Anweisung natürlich auf dieses div selber. Wenn ich allerdings deklarative Zuweisung benutze, so wie hier, wo ist es wieder? Hier, ja. Dann passiert das nicht. Ganz gängiges Beispiel, merken Sie sich das einfach. Da gibt es nicht irgendwie eine Lösung für oder sonst irgendwas. Die Lösung besteht darin, dass man sich dieser Tatsache bewusst ist und jetzt eine von zwei Sachen macht. Entweder ich muss meinen Code so schreiben, dass er sich nicht darauf verlässt, dass this irgendwie einen ganz bestimmten Wert hat. Ich könnte ja jetzt hergehen zum Beispiel in meinem Code und halt das div, was ich jetzt wirklich haben will, erstmal noch mit irgendeiner Anweisung mir holen irgendwoher oder sowas in der Art. Er könnte es ja anders schreiben, darauf will ich hinaus, ohne das this halt. Oder ich muss diese Art der deklarativen Zuweisung hier nicht verwenden, ja. Was eigentlich die Lösung ist, die die meisten Leute heutzutage ergreifen. Das ist ein Grund, wieso sie fast ausschließlich nur noch Event-Händler sehen, die auf solche Art und Weise hier mit so einem JavaScript-Ausdruck zugewiesen werden, weil sie unter anderem dann dieses Problem gar nicht haben. Also das ist eine ganz wichtige Geschichte mit dem this und deswegen wollte ich Ihnen das jetzt auch unbedingt noch erklären. Ich habe noch ein paar mehr Beispiele. Wir haben leider keine Zeit mehr. Ich hoffe, das deutet darauf hin, dass Sie sehr interessiert waren und eine Menge Fragen gestellt haben. Ein paar hatten wir auf jeden Fall. Natürlich haben Sie die Beispiele alle im Paket zum Download zusammen mit meinen Session-Materialien. Da empfehle ich sich vielleicht die übrigen Sachen einfach selbst noch mal etwas anzuschauen. Ich hoffe, dass das vielleicht durchdringlich ist, das Ganze. Aber die wichtigsten Aspekte, ich habe das hier so ein bisschen der Reihenfolge nach geordnet gehabt, die wichtigsten Aspekte, die habe ich tatsächlich auch erklärt. Das mit dem this ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Themen überhaupt, weil das natürlich für den Programmierer einer objektorientierten Sprache, wie zum Beispiel auf der .NET-Basis C-Sharp oder dergleichen, ganz besonders unerwartet ist, wenn er da auf einmal feststellt, dass sich das radikal zwischendurch ändern kann. Ja. Behalten Sie im Kopf, dass JavaScript eine Sprache ist, die zur Laufzeit interpretiert wird. Das ist technisch betrachtet nicht immer ganz richtig. Ich habe ja schon Just-in-Time-Compiler und solche Sachen erwähnt. Aber vom Verhalten her ist JavaScript eben so, wie wenn es zur Laufzeit interpretiert würde. Das heißt, der entscheidet sich wirklich erst bei der Ausführung und keine Sekunde vorher, was er jetzt unter dem Begriff this an irgendeinem Punkt zu verstehen hat. Und das sind deswegen ganz andere Konzepte als in einer statisch typisierten Sprache wie C#. So, ja, der Chuck ist jetzt auch glücklich. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen geholfen. Vielen Dank, dass Sie hier waren.